Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier wieder mal zu einem neuen Video von Pokémon Go. Und zwar geht es ja heute um Evoli. Zuvor wollte ich euch einmal drüber in Kenntnis setzen, dass Niantic es bestätigt hat, dass das Kumpel bzw. das Buddy-System mit eingefügt wird. Dies bedeutet, es ist nichts nur irgendwie aus der Luft herbeigezogen, sondern durch dieses Statement bedeutet das für uns, yay, das Future kommt wirklich. Einmal fix was erzählen, und zwar werden sich unsere Buddies dementsprechend in vier Kategorien unterscheiden, und zwar einmal Medium, Big, Schulter und Flying. Ich habe mal hier, wie ihr sehen könnt, ein wunderschönes Bild für euch gemacht. Da sieht man im Hintergrund den lieben Glurak. Das wird ein großes Pokémon sein, denn haben wir den lieben Tauboss rechts neben uns oder für euch links, ne, so über mir. Das wird denn das logischerweise fliegende Pokémon sein. Dann haben wir noch das Schulter-Pokémon, das ist hier bei Raupi, in Kleinformat, ich hatte mal Raupsi gesagt gehabt, ich glaube das war das Vor-Vor-Video. Und dann haben wir Nidoran unten als Medium-Pokémon für euch. So, damit ihr es ungefähr mal sehen könnt, wie sich die Größenverhältnisse angeben. Ja, okay, hey, das ist jetzt so mit meinem eigenen selbstgezeichneten Bild. Wenn ihr ein spezielles Video dazu noch später haben möchtet, damit ihr wisst, ja okay, was ist denn zum Beispiel alles Medium, Big oder Fliegendes oder Schultertierchen, dann schreibt es mir einfach in den Kommentaren, dann lasse ich mir da auf jeden Fall was einfallen für euch. Aber es geht ja jetzt nicht genau darum, wie sich das später verhalten wird mit unseren Kumpeln und Kumpelinen, sondern eher um Evoli. Das Coole an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass, wenn es denn soweit ist, dass das Kumpelsystem mit eingefügt worden ist, es zwei weitere Entwicklungen von den lieben Evoli geben wird. Und zwar sieht ihr ja hier dieses kleine, süße, knuffige Evoli. Und es wird ja später so sein, dass, wenn man ja den Buddy hat, man ihn für 10 Kilometer, also nicht wieder wechseln kann. Und in diesen 10 Kilometern, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Evoli nimmt und dann nur wirklich tagsüber läuft, 10 Kilometer lang durchhaltet, ist es so, dass wenn ihr es geschafft habt, dass Evoli sich in einen Tianer verwandeln wird. Ich weiß, ich habe es hundertprozentig falsch ausgesprochen. Wenn ihr genau das gleiche tut, das bedeutet 10 Kilometer läuft, bloß nicht am Tag, sondern eher in der Nacht, habt ihr nicht nur ein wunderschönes Evoli, nein, es entwickelt sich zu einem, na, was meint ihr wohl? Yay, Nachtara! Das bedeutet also, meine Lieben, fangt Evoli, spart euch bloß die Bonschen auf, so dass ihr nicht nur Aquana, Blitzer oder Flamara habt, sondern später könnt ihr dann dementsprechend auch, wenn ihr insgesamt 20 Kilometer läuft, einmal nachts und einmal tags, auch noch die anderen beiden Evoli-Entwicklungen besitzen. Ich finde es richtig cool. Niantic will wirklich immer und immer mehr machen. Mein einziges Problem, was ich jetzt im Moment halt nur so empfinde, ist, dass, naja, Niantic sagt die ganze Zeit, das soll kommen. Wenn ich überlege, wie lange wollen die schon hier das Tauschsystem einfügen? Aber es kommt halt leider im Moment nichts. Freue mich natürlich auch auf eure Reaktion. Wäre nice, wenn ihr sie in den Kommentaren hinterlässt. Würde mir das natürlich alles durchlesen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, hinterlasst mir doch ein Abo. Und dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu!